Schön. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder einmal einen neuen Gast hier. Ich begrüße herzlich die Jasmin Baumann. Schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich. Sehr gerne. Und ich finde es immer so spannend, wie Menschen in mein Video finden. Also oft hat man ja irgendwie einen Punkt, wie man sich gefunden hat. Und ich möchte da kurz erzählen, gell, wir haben ja in derselben Firma gearbeitet. Also du bist da teilweise immer noch drin. Das kannst du gerne erzählen dann in deiner Geschichte. Und ich habe dort vor 3 Jahren gekündigt und wir haben uns vor ein paar Jahren an einem kulturellen Anlass von der Firma am Apro getroffen und ich weiß noch, wir haben da auch sehr schnell so in die spirituellen Themen gefunden. Ja, stimmt. Und dann haben wir uns so auf den Social Media Kanälen, auf Instagram wieder gefunden und ich habe so gedacht, oh, dieses Gesicht und dieser Name kommt mir bekannt vor, weil wir ja dann nicht so in Kontakt waren. Und so ist dann jetzt dieser Kontakt und dieser Austausch entstanden. Genau. Das finde ich immer so schön, auch an den sozialen Medien, dass man sich da wieder finden kann, wenn man die gleichen Interessen hat. Ja, genau. Man findet sich, genau. Ja, Jasmin, eben du bist ja eigentlich zu einem großen Teil selbstständig. Und darfst gerne ein bisschen über dich erzählen. Was sind deine Angebote? Und wir tauchen da vielleicht da und dort ein bisschen tiefer ein. Und dann interessiert mich natürlich auch dein Weg, wie es dazu gekommen ist. Und darf ich das den Schluss schon verraten? Ist das Ja, sehr genau? gerne. Und am Schluss wirst du, Jasmin, uns in eine Theta Healing Meditation führen von ungefähr einer Viertelstunde. Also, wenn ihr dranbleiben möchtet, kommt am Schluss noch ein Zickerchen oder ihr wisst auch, was euch erwartet. Genau. Genau, voll gerne. Ja, ich freue mich. Schön. Ja, also, was ist denn so, was sind deine Angebote in deiner Selbstständigkeit außer dem Theta Healing und da, gerne darfst du da dann auch noch ein bisschen mehr erzählen. Ja, voll gerne. Also das Theta Healing ist schon das Herzstück meiner Arbeit. Da habe ich dazu gefunden, ich glaube im 2019, als ich mein Studium fertig hatte. Ich habe Ingenieurwesen in Gebäudetechnik studiert, Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich in der gleichen Firma wie Monika gearbeitet, einfach in einer anderen Abteilung. Und ich war da eigentlich im 2017 fertig und hat mich voll gefreut, mein Wissen umzusetzen und in den Projekten einen nachhaltigen, ja, Fußabdruck zu hinterlassen. Das war eigentlich schon immer mein Antrieb, der Erde zu helfen und den Menschen auf der Erde zu helfen. Und ich bin dann da auch voll eingetaucht und habe 2 Jahre 100% da gearbeitet. Und dann habe ich einfach irgendwann gemerkt, etwas fehlt. Es fehlt mir etwas. Ich liebe das, was ich tue. Und es ist auch sehr interessant und herausfordernd, immer wieder neue Projekte zu entwickeln. Und da so der Erde zu helfen und nachhaltige Systeme für Gebäude auszuarbeiten und umzusetzen. Aber es war mir irgendwann zu wenig menschlich. Also es ist sehr technisch. Man hat zwar sehr viel mit verschiedensten Menschen zu tun, was mich sehr viel gelernt hat. Also auf der Baustelle, mit Bauleitungen, in den Architekturbüros, mit Architekten, intern bei uns. Und was ich sehr viel mitnehmen natürlich konnte, auch meine ganze Vorstellungskraft konnte ich gut umsetzen, was mir jetzt auch wieder hilft in der Theta Healing, die Zusammenhänge oder wieso, ja, vielleicht später komme ich nochmal darauf zurück, besser zu erkennen. Und da hatte ich dann eigentlich angefangen, wie selber mich ein bisschen verloren zu fühlen, so im 2019.
Da ist dann auch gerade mein Papa gestorben und ich wusste, ich muss etwas ändern. Ich muss etwas noch finden, was mich auch mein Herz noch mehr erfüllt. Und ich hatte dann auch körperliche Beschwerden und habe unglaublich viele Dinge ausprobiert, von der Medizin bis zur Alternativmedizin über Spiritualität. Und dann habe ich zu Theta Healing gefunden. Weil meine Mama, ich bin eigentlich schon sehr spirituell aufgewachsen, meine Mama hat eine Praxis für Energiebalance und du kannst irgendeine Technik nennen, sie hat sie gemacht. So habe ich eigentlich schon als Kind früh bin ich mit diesen Dingen in Kontakt gekommen. Für mich war das nie etwas Spezielles oder Komisches. Für mich ist es einfach ganz natürlich und es gehört wie zu mir dazu oder zum Menschsein dazu. Wir sind so viel mehr als nur Körper und Geist. Wir haben eine Seele und unsere Seele hat sich eines Tages entschieden, hier auf die Erde zu kommen und zu lernen, um sich weiterzuentwickeln und Tugenden anzueignen. Und das hatte ich wie dann über die Zeit meines Studiums etwas vergessen. Oder ich hatte das Gefühl, es hat keinen Platz in mein Leben. Ich hatte das Gefühl, ich kann nur die technische Richtung machen und das Spirituelle hat gar keinen Platz. Das funktioniert nicht. Das war einfach meine Muster. Im Job oder auch dann zu Hause? Oder konntest du so vielleicht die eine Seite im Job leben, in der Berufung oder im Beruf und die andere Seite im Privaten? Oder wie hat sich das gezeigt? Ja, doch, eher, also wirklich so in der Berufung hatte ich so diese Vorstellung, wie jemand sein sollte in diesem Beruf als Projektingenieurin auf der Baustelle und dann dieses Weibliche vielleicht, auch dieses Sanfte, wo ich auch bin, dieses Feine und Feinfühlige, konnte ich nicht leben das. Ich hatte das wie so ausgeschaltet, das Gefühl gehabt, das hat da keinen Platz. War einfach ein unterbewusstes Muster wahrscheinlich von unserer Gesellschaft, was vielleicht früher wichtig war, um erfolgreich zu werden, was aber dann nicht mehr zu mir und meinem Herzen gepasst hat. Genau, und dann habe ich Theta Healing gefunden, weil meine Mama einen Kurs gemacht hatte. Und dann wusste ich, voll, das ist es, das ist das, was ich gesucht habe. Da bin ich zu Hause angekommen, habe meinen ersten Kurs gemacht. Also dann zuerst hatte ich eine Einzelsitzung gebucht, um mal zu schauen, was es überhaupt ist, wie es funktioniert. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Das ist so modular aufgebaut. Also jeder kann selber wählen, wie er seinen Weg gestaltet. Es gibt so eine Grundausbildung, wo man, also Theta Healing ist eine Heil- und Meditationstechnik, wo man Veränderungen im Leben einer Person, entweder von dir selbst oder von jemand anderem, kann bezeugen oder ermöglichen. Es ist eine Technik, wo schon Millionen von Menschen geholfen hat. Und das Kernstück ist eigentlich so diese Blockaden oder Muster im Unterbewusstsein zu verändern. Das bedeutet, unser Geist ist ja eigentlich im Bewusstsein und Unterbewusstsein unterteilt. Unser Geist ist so, ja, eigentlich der schnellste Computer, den es überhaupt gibt. Denn er nimmt alles auf und tut's für uns fein säuberlich abspeichern in unserem Unterbewusstsein. Das heißt, alles, was wir in diesem Leben und über die Leben hinaus, wenn man an ein anderes Leben glaubt, auch von unserer Genetik ist alles fein säuberlich abgespeichert in unserem Archiv, sage ich jetzt mal, und er greift auf diese Programme zu wie ein Computer, wenn er wieder in solche Situationen kommt. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel bewusst, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, im bewusst uns einen Seelenpartner wünschen. Wir wünschen uns nichts Sehnliches als ja, geliebt zu sein. Jetzt haben wir aber in unserer Kindheit vielleicht erlebt,
dass wir Freude gehabt haben, eigentlich eine gute Kindheit hatten, aber unsere Mutter uns vielleicht eines Tages eine gehauen hat und gesagt hat, ich tue das nur, weil ich dich liebe. Unser Geist hat das dann vielleicht abgespeichert als Programm, Liebe tut weh. Es ist in unserem Unterbewusstsein abgespeichert. Und wenn wir dann erwachsen sind und uns nichts sehnlicher als einen Partner wünschen, kommt dieses Programm hoch und unser Geist erinnert uns daran, hey, Liebe tut doch weh, das ist nicht sicher für uns. Und plötzlich merken wir, ach, diese Person, die tut die Schuhe im Eingang immer so verstreuen, sie tut die Zahnpasta von der Mitte aus ausdrücken, ach, ich glaube, nee, das funktioniert mit uns nicht. Also wir tun dann immer unterbewusst eigentlich diesen Wunsch, den wir bewusst haben, von uns drücken. Und genau da können wir mit Theta Healing ansetzen, um diese unterbewussten Muster wie so Detektiven zu finden. Wo hat es angefangen? Also wo hat sich ein Muster in unserem Leben erschaffen? Und das können auch Muster sein von unserer Genetik. Also, wie haben unsere Familien gelebt? Was war wichtig für sie? Wie sprechen unsere Zellen? Genau, um das dann diese Veränderung zu erschaffen. Und das ist ja eigentlich auch schon eine Art von Heilung, eine Spontanheilung. Denn du ermöglichst einer Person, die vielleicht jahrelang dieses Muster mit sich getragen hat und dieses Muster gelebt hat, es zu verändern, innerhalb vielleicht von einer Session. Und Ja, schön. genau, aber es ist auch eine Heiltechnik, also auch, es gibt ja manche, wenn man, ich sage jetzt mal, eine Beschwerde hat, manche Menschen heilen und andere nicht. Das ist, sie können die gleichen Dinge haben, aber die einen Menschen heilen, die anderen nicht. Und wir im Theta Healing glauben, dass es zum einen entweder eine Spontanheilung geben kann, dass die Person bereit ist, um diese Beschwerde loszulassen, aber manchmal unterbewusste Blockaden oder unterbewusste Glaubensmuster ihnen wie aufhält, diese Krankheit oder diese Beschwerde loszulassen. Wie zum Beispiel manchmal, wenn wir krank sind oder uns eine Krankheit erschaffen haben, dann haben wir Fürsorge in unserem Leben, weil sich vielleicht plötzlich Menschen um uns kümmern, wo wir vielleicht vorher nicht hatten. Wenn wir jetzt plötzlich gesund werden, dann haben wir unterbewusst vielleicht das Gefühl, diese Fürsorge nicht mehr in unserem Leben zu haben. Und wenn wir diese Muster verändern, dann kann die Person oder die unterbewusste Glaubensmuster auch das loslassen und vielleicht die Krankheit auch loslassen, weil sie weiß, wie es sich anfühlt, Fürsorge in seinem Leben zu haben, ohne Angst haben zu müssen, dass er sie wieder verliert. So Genau. spannend, dass du auch gesagt hast, wir erschaffen uns Krankheiten oder Symptome, was man im Kleinen vielleicht verstehen kann, aber wie das Unterbewusstsein wirklich reinspielt, wie auch in deinem Beispiel, dass man denkt, was? Geht es wirklich darum, ich habe mir eine Krankheit erschaffen und um dann Fürsorge zu erhalten, gibt es das wirklich? Ja, es gibt es tausende solcher Beispiele und ja, wie groß unser Unterbewusstsein ja ist, da gibt es verschiedene Studien in Prozenten. Man sagt 95%, ich weiß es nicht. Aber gell, so groß ist unser Unterbewusstsein und das prägt und steuert uns ja. Ja, genau, es ist also ungefähr um die 90, 95%, 88% einfach Dem, ja. vom ganzen Kuchen unglaublich viel, was unterbewusst, ich stelle mir das immer so vor, wie wenn ich in einem Boot sitze, paddle und bewusst nach rechts paddeln will. Aber es hat im Fluss eine Unterströmung. Da kann ich noch so viel paddeln in die eine Richtung. Die Unterströmung nimmt mein Boot auf die linke Seite. Und kann man sich eigentlich das Unterbewusstsein vorstellen, dass das eigentlich wirklich
den größten Teil unserer Realität kreiert, auch wenn wir es bewusst nicht verstehen. Das ist dann so wertvoll, wenn wir uns verbinden, also auch mit dieser Theta-Meditation, verbindet man sich mit dieser Schöpfungskraft, Schöpfungsenergie, die wir auch in uns tragen, dem wir auch erschaffen sind, und uns dann leiten lassen. Also da kann man auch ein Körperreading machen, also ein energetisches Reading, ein Seelenreading oder wie man sagen will. Wir sagen es einfach ein Körperreading, wo wir schauen, wenn jemand zu eine Person zu uns kommt, gucken, okay, mit einem Thema, von wo kommt es, wo ist der Ursprung, was macht es im Körper auch mit einem? Und um dann mit der Person zusammen, wir stellen dann spezifische Fragen, um den Grund herauszufinden, denn das Wichtigste ist, dass die Person versteht, warum er diese Situationen in seinem Leben kreiert hat, weil dann glaubt es auch das Unterbewusstsein und kann es verändern. Okay, ja, spannend, weil oftmals ja, es ist da wie so, aha, deshalb, und es macht dann vielleicht auch Sinn, man versteht, oder, und ich kenne das, manchmal ist es die Ursache hinter der Ursache hinter der Ursache, aber es muss ja irgendwo einen Anfang geben. Ja, schön, und du machst also Einzelsitzungen, oder wie bringst du das Theta Healing zu den Menschen, wie heilst du Menschen? Ja, genau. Also ich mache Einzelsitzungen. Also das heißt, Menschen können zu mir kommen und einen Termin buchen. Meistens geht eine Einzelsitzung um eine Stunde circa. Und das können alle möglichen Themen sein, von über körperliche Beschwerden oder seelische Beschwerden, Themen von Seelenpartner-Themen oder vielleicht Beruf und Muttersein zusammenzubringen, dass das möglich wird, Erfolgsthemen, Stressbewältigung, Schlafprobleme hatte ich auch schon, also ganz querbeet. Und genau, und man kann bei mir auch die Theta Healing Methode lernen. Ich bin auch Lehrerin seit 2021, genau. Da habe ich meinen ersten Basiskurs gegeben. Also es fängt eigentlich an mit dem Theta Healing Basisseminar. Da wird dir das ABC der Theta Healing Technik gelernt. Dann geht es weiter mit dem Aufbauseminar. Da fangen wir an, schon mal Sätze zu bilden. Und im Grabe tiefer Seminar fängst du an, Bücher zu schreiben, wenn man es so veranschaulicht erklärt. Und da ist dann die Grundausbildung, wo du eine gute, solide Grundlage hast, um an dir selber zu arbeiten, um an anderen Menschen zu arbeiten, Körperreadings zu geben, Glaubensmuster zu verändern, Heilung zu erschaffen, zu bezeugen. Denn wir sind nicht der Heiler, die Schöpfung ist der Heiler. Wir sind eigentlich das Bezeugen. Denn es gibt ein Gesetz im Universum, dass alles, was entsteht oder verändert werden will, muss zuerst bezeugt werden, um es zu erschaffen. Das ist eigentlich von der Quantenphysik. Da gibt es auch ein super cooles Video von Dr. Quantum. Könnt ihr eingeben im YouTube, Dr. Quantum, und dann schauen, wie das funktioniert mit dem Bezeugen. Okay, schreiben wir das kurz auf. Materie zu erschaffen. Gut. Ja, also in dem Sinn eben bist du wirkst als Coach und Heilerin, ich sage es jetzt, obwohl du sagst, genau, es heilt durch dich, oder? Aber in dem Sinn, du gibst Seminare, also Ausbildungen. Ich weiß von dir, du machst auch noch irgendwie Meditationsabende, Yogas, Seminare, was auch immer. Möchtest du da noch etwas erzählen? Weil ich finde es immer so schön, auch für Menschen, die vielleicht auch sich überlegen, in die Selbstständigkeit zu gehen und vielleicht so einen Hintergrund haben, dass es auch so vielseitig sein darf und kann. Und ich finde das so schön, wenn man das vorlebt. Ja, Und absolut. ja, zu sehen, das ist für mich auch so dieses weibliche Prinzip, diese Vielseitigkeit, diese allumfassende,
Energie oder diese Kreativität, dass man darf natürlich nur etwas machen, aber so wie ich ja auch, ich mache auch viel Verschiedenes und ich finde das so inspirierend. Ja, und sich da auch zuerst mal die Erlaubnis zu geben, dass Ja. man nicht nach einem Schema X leben muss, sondern sein Leben selbst gestalten kann. Und da, die beste Weise, um das herauszufinden, was mich wirklich glücklich macht und erfüllt, ist auszuprobieren, was du Lust hast und dann zu schauen, okay, das passt. Ah nein, das habe ich jetzt eigentlich mir anders vorgestellt, das passt jetzt trotzdem nicht und dann wieder das anzupassen und zu verändern. Und so habe ich dann eigentlich auch angefangen, also so hat sich das wie entwickelt, diese verschiedenen Dinge. Du hast es schon gesagt, genau, nebst dem Theta Healing biete ich auch Meditationen an. Immer einmal, nicht einmal im Monat, sondern ich mache es über das Jahr verteilt im Kreislauf des Jahre, der Jahreszeiten. Es gibt so von den Kelten von früher, von unseren, ja, Ur-Ur-Vorfahren, eigentlich diese Rituale oder diese Punkte im Jahreskreis, im Jahr, wo wir wieder inneschauen können, uns reflektieren können und nochmal schauen, okay, leben wir wirklich dorthin, wo wir hin möchten? Was dürfen wir verändern? Was dürfen wir loslassen, was nicht mehr zu uns passt, jetzt gerade in dieser Zeit? Zum Beispiel das nächste Jahreskreis Ritual oder Fest ist das Beltane, also die Walpurgisnacht, wenn ihr das vielleicht kennt. Und zudem halt die Kraft, die innere Kraft von uns zu uns zuerst mal bewusst zu machen, dass jeder von uns eine solche innere Kraft hat. Ja. Und ich mache das immer so, dass wir dann in einer Meditation zu diesen verschiedenen Themen letztes Mal. Also die letzte war über das Herzstrahlen, also dass Aha. wir dem Herz begegnen und wieder uns erinnern, wann wir das letzte Mal so richtig voller Herzens gestrahlt haben und diese Lebensfreude hatten. Ja. Genau diese Gefühle holen wir dann jeweils wieder zurück, um sie in unser Hier und Jetzt wiederzubringen und uns wieder daran zu erinnern. Genau. Das ist ein Angebot, was ich habe. Und dann habe ich genau ein Yoga- und Meditationsretreat im Allgäu. Aha. Da widmen wir uns unserem Urvertrauen, unserer inneren Stabilität, damit wir auch in Zeiten, wo wir viel um uns haben, viel los ist, viele To-Dos haben, vielleicht viele stressige Situationen, doch immer wieder uns zentrieren können und in uns stabil bleiben. Das ist jetzt dann im April, also es hätte noch 3 Plätze frei. Ja, Für vielleicht. ganz, ganz spontane. Ja, wow, schön. Und ich werde deine Webseite unten verlinken. Da sind dann all deine Angebote und Events drauf. Wunderbar. Und gell, eben du sagst Yoga-Retreat. Ich glaube, du machst das mit jemandem zusammen. Aber ich weiß von dir, du hast auch noch eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, gell? Ja, genau. Ich habe eine Yogalehrerausbildung gemacht. Genau, das war so schön. Wenn ich jetzt nur schon so ein Lied höre von damals, wo wir morgens meditiert haben, ich habe das Gefühl, ich bin da. Es ist Ah, ja. richtig so verankert. Und genau das Yoga- und Meditationsretreat mache ich mit einer Freundin, die ich da kennengelernt hatte. Aha. Und sie ist vor allem auch für diesen musikalischen Aspekt. Sie ist sehr musikalisch, wo wir in die Meditation noch die Musik hineinbringen. Aha. Ja, wird super schön. Ja, schön. Also auch so ein bisschen Körper, Geist, Seele, was du in deinem Wirken vereinst. Aber kann man sagen, so das Hauptwirken ist beim Theta Healing? Das Hauptwirken ist beim Theta Healing, ja. 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 Momentan. Und es ist auch, also für mich, was ich erkannt habe, als ich jetzt so diesen Weg der Selbstständigkeit gegangen bin, es Stück für Stück aufzubauen. Du musst nicht alles auf einmal dein ganzes Leben über den Haufen werfen. Das ist so
vielleicht überfordernd für einen selber und das kann einem dann in so eine Abwärtsspirale vielleicht bringen mit unseren Gedanken, sondern wichtig ist, dass wir immer positive Gedanken haben, denn unsere Gedanken erschaffen unsere Realität. Und für mich hat es unglaublich gut so funktioniert. Ich hatte mir einen Plan gemacht, gesagt, okay, mit dem Ingenieurberuf werde ich Schritt für Schritt auf zuerst von 100% auf 80% runtergehen, dann auf 60%, dann vielleicht auf 40%, dann auf 20% und dann meine Selbstständigkeit, das Theta Healing immer mehr auffahren. Und dann kamen halt irgendwann die Meditation dazu, irgendwann kam das Yoga noch dazu. Und irgendwann hatte ich hatte, glaube ich, so einen Jahresplan gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, ist schon länger her. Und dann hat sich dann doch das ein bisschen anders von der Zeit her zusammengesetzt, also dass es ein bisschen anders gekommen ist. Aber es ist schon immer wichtig, dass wir trotzdem was Solides, also wissen, wenn wir in etwas sehr erfolgreich sind, dass wir müssen das nicht von heute auf morgen einfach abschneiden und wegmachen und sagen, na, heute mache ich jetzt was ganz anderes, sondern wir dürfen das Schritt für Schritt machen und uns so weiterentwickeln, weil jede Firmengründung, das weißt du bestimmt auch, was du dich selbstständig gemacht hast, kommen wieder neue Dinge und wir wachsen über uns hinaus, wieder Muster oder Glaubensmuster, die hochkommen, die wir überwinden dürfen und dann ja uns so auch in unsere neue Rolle oder in unser neues Leben einleben. Ja, und ich finde das so schön, weil ich kenne das ja auch. Also, obwohl ich dann schon mich entschieden habe, beim alten Ort zu kündigen, die Selbstständigkeit aufzubauen, aber ich habe auch schon ja 10 Jahre davor Teilzeit im Büro gearbeitet, so ein bisschen im Bereich Bewegung und Gesundheit. Das war auch nicht von heute auf morgen. Und ja, das ist für mich auch so, wie du sagst, sich nicht an Stress zu machen. Das eine verabschiedet sich, das andere fließt ein. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, aber ich finde so ein schöner Input auch, sich mehr Leichtigkeit zu erlauben. Und Ja. das kann ein schöner Weg sein, Schritt für Schritt etwas aufzubauen. Egal, ob es die Selbstständigkeit ist oder etwas Neues sich zu erschaffen, aber mal diesen ersten Schritt zu tun, finde ich so wichtig. Der ist immer wichtig. Wir müssen Ja. immer schon Schritt 10 kennen, aber mal in die eine Richtung und dann ergibt sich ja meistens der nächste Schritt aus dem Schritt, den wir gemacht haben, vielleicht so richtungsweisend, aber diese Veränderung mal vollziehen, das finde ich so schön. Und ja, ich kenne ja unterdessen so viele Menschen, die wie du so auf einem ähnlichen Weg sind oder wie ich, die einfach gesagt haben, irgendeinmal kommt da dieser innere Ruf und der ruft und ruft und ruft und drückt und irgendeinmal geht es nicht mehr anders. Gell, das kennst du ja auch. Ja, genau. Und irgendwann, ja, wenn wir uns diesem Ruf nicht nachgehen oder unserem Herzen, diesem Bedürfnis nicht gehen, dann wird sich das anders irgendwie in uns zeigen, damit Ja. wir es tun. Und es wird nie, ich hatte auch Angst, ich hatte so Angst, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und ich glaube, Ja. das ist das Wichtige, dass wir es trotzdem machen. Ja, weil es lohnt sich ja. Wir kennen das, jeder Mensch kennt ja das, vielleicht die Angst vor der Ja. Zukunft und dann etwas zu tun und zu merken, oh, es brauchte diese Überwindung, aber wow, heute bin ich da, wo ich bin, weil ich all das losgelassen habe, weil ich mich getraut habe. Ja. Genau. Genau. Und Ja. wenn wir schon so dabei sind, oder wir haben auch so ein bisschen gesprochen von dem Punkt, wo es dann halt vielleicht auch je nachdem ein bisschen weh tut oder die Seele drückt durch oder eben der Körper, die Psyche zeigt sich. Und weil bei mir so das Thema Balance auch wichtig ist, das ist sowieso wichtig, aber bei mir in meinem Wirken kommt das Thema Balance immer wieder zum Vorschein. Was tust du persönlich jetzt für deine Balance? Also, dass es auch dir gut geht. Das gibt sicher schöne Tipps, was Menschen auch inspirieren kann. Einfach, was dir gut tut, wie du so im Alltag dein Gleichgewicht hältst, auch mit all dem, was du tust oder vielleicht noch tun wirst. Ja, also das Yoga ist etwas, was mich Aha.
unglaublich wieder ins Hier und Jetzt bringt und in den Körper auch bringt, wenn ich und auch meinen Geist zur Ruhe bringt. Das ist etwas, was mir sehr hilft, was ich auch liebe zu tun. Ja, ich mag das, also diese körperliche Komponente mag ich auch total gerne. Und auch das Reiten. Also ich mag generell alles, was in der Natur ist. Ich mag das total gerne. Die Natur, das bringt mich auch wieder ins Hier und Jetzt und entspannt mich. Genauso, das sind so die zwei Dinge, die für mich total gut funktionieren. Okay, also Yoga, in die Natur gehen und reiten. Genau. Ja. Ja, Und schön. viel Wasser trinken. Genau. Ja, bevor wir da in die Meditation gehen, gibt es noch etwas, was du den Menschen mitgeben möchtest auf ihrem Weg, vielleicht auch aus dem Bereich Theta Healing? Vielleicht gibt es da etwas, ohne dass man jetzt schon eine Session buchen muss oder so, oder aus dem Verständnis der Energien, der Glaubenssätze, was du gerne bei dieser Gelegenheit noch an die Menschen da draußen geben möchtest. Ich glaube, wenn ihr ja mit Theta Healing in Kontakt kommen möchtet, dann könnt ihr voll gerne diese Meditation, wo ich euch jetzt gerade durchleite, immer wieder für euch machen, euch immer wieder, vielleicht jeden Morgen oder jeden Abend euch verbinden, weil ihr euch dann wieder mit dem Rhythmus des Herzens und mit dem Rhythmus der Natur, weil wir sind auch Natur, dich wieder verbindest und dann wieder klares sehen kannst. Und wahrnimmst, wie einzigartig und wundervoll du bist. Und auch wenn du ein Traum oder irgendetwas in dir trägst und du weißt nicht genau, ach, ich weiß nicht, ist das überhaupt machbar, kann ich das? Es hat einen Grund, warum du diese Vision in dir trägst. Das kommt nicht einfach so, weil die Vision denkt so, la la la, jetzt kommen wir mal zu dir und so. Sondern es hat einen Grund, warum dieser Kern, dieser Same in dir ist. Vertraue darauf. Oh, schön. Ja. Ja, danke für all deine Inputs und auch, dass du erzählt hast, ein bisschen über deinen Weg, wie du zu Theta Healing gefunden hast. Ja, ich sage einfach schon mal danke und wir gehen gerne in die Meditation rein und je nachdem wird es am Schluss vielleicht gar nicht mehr so einen großen Abschied geben. Wir werden sehen, aber einfach, dass ich das nicht vergessen habe. Ja, voll schön, danke. Jetzt sind wir voll abgeschweift. Ich weiß gar nicht vom Weg. Ich hoffe, ich hatte alles verständlich euch mitgeben können. Und ja, wenn Fragen sind, könnt ihr ja bei unten im Video auch Fragen stellen, oder? Das ist möglich. Ja, genau, Fragen stellen oder kommentieren oder liken, genau. Genau, mögen wir alles. Ja, das ist immer gut, oder weil, ja, es kann ja inspirierend sein und wenn man das dann weiterleitet, so können Menschen auch von diesem Theta Healing erfahren, weil du hast mir ja im Vorgespräch auch erzählt, dass das eigentlich erstaunlicherweise so bei einigen Menschen auch bekannt ist, dieses Theta Healing. Also ja, scheinbar. Also es gibt ja tausende Methoden, aber ich glaube, das ist, also weil es auch weltweit unter diesem Namen ja bekannt ist, genau, Ja, ja. genau. Es ist eigentlich eine Amerikanerin, die das ins Leben gerufen hat, Vianna Steibel. Und diese Theta-Meditation ist auch eigentlich die Straßenbahn-Meditation, um sich zu verbinden. Und ja, genau. Und es wird auf der ganzen Welt unterrichtet. Das ist auch so cool. In diversen Sprachen. Es gibt diverse Bücher über die Methode, kannst gerne mal googeln. Thetahealing.com, das ist eine coole Seite. Ja. Genau. Habe ich mir auch aufgeschrieben, werde ich gerne auch unten im Video verlinken. Cool, super. Oh. Ja, und ich glaube nicht, dass du abgeschweift bist. Also wir haben ja gesagt, es soll einfach im Fluss sein. Also es war alles ganz interessant. Perfekt. Genau. Genau, jetzt weiß ich nicht, was du den Menschen mitgeben
möchtest zur Meditation, ob sie sich jetzt noch vorbereiten möchten oder nicht, aber ich übergebe dir sehr gerne das Wort. Sagen wir plus minus eine Viertelstunde, dass die Menschen wissen, was noch auf sie zukommt. Aber ich übergebe gerne dir und vielen Dank schon mal bis hierhin. Dankeschön, ich freue mich. Okay, dann lass uns meditieren. Du kannst für das einen ungestörten Raum gehen, wo du ganz für dich sein kannst. Vielleicht noch einen Schluck Wasser trinken. Da habe ich auch. Wasser ist super. Oft vergessen wir über den Tag, wie gut es uns eigentlich tut, in unseren Zellen. Und dann kannst du deine Augen schließen, vielleicht nochmal deine Schultern kreisen, dreimal tief einatmen und wieder ausatmen. Und dann ganz in deinem Herzen ankommen und wahrnehmen, wie du mit deinem Bewusstsein in deinem Herzen durch deinen Körper nach unten gehst, immer tiefer und tiefer, durch deine Fußsohlen Richtung Erde, immer tiefer und tiefer durch die Erdschichten um Erdschichten, immer weiter im Mittelpunkt der Erde, der Mutter Natur. Du gehst immer tiefer und tiefer, vielleicht kannst du die Erde riechen. Du gehst immer weiter und weiter in den Erdmittelpunkt. Bis du in diesem Erdkern bist, der Energie von der Mutter Erde, und du ziehst diese Energie durch alle Erdschichten um Erdschichten wieder hoch, immer höher und höher, bis über deine Fußsohlen, wie so Wurzeln, wo du mit der Mutter Erde und dieser Kraft verbunden bist. Du ziehst diese Energie über deine Füße, hoch über deine Unterschenkel, über deine Oberschenkel, du spürst, wie es anfängt zu kribbeln. Und du ziehst diese Energie höher über deinen Bauchraum, immer höher und höher, über deinen Brustkorb, bis über in deine Fingerspitzen, immer höher und höher, über deinen Hals, über deinen Kopf. Und alle deine Chakras sind geöffnet, deine Energiezentren. Dein Wurzelchakra im Schambereich ist geöffnet, er strahlt mit wunderschöner roter Farbe und wird immer größer und größer. Dann das Sakralchakra im Bauchraum wird in wunderschöner orangen Farbe erstrahlen und immer größer und größer. Du nimmst auch wahr, wie dein Solarplexus über deinem Bauchnabel mit wunderschöner gelben Farbe erstrahlt und immer größer und größer wird. Du nimmst wahr, wie dein Herzchakra im Herzbereich immer größer und größer wird und mit grüner Farbe erstrahlt. Du nimmst wahr, wie dein Halschakra sich öffnet und mit wunderschöner blauen Farbe immer größer und größer wird. Du gehst weiter bis zu deinem Mittelpunkt zwischen den Augen. Du nimmst wahr, wie dein drittes Auge geöffnet ist, wie ein Auge, das sich öffnet und sieht und dieser Schleier weggetragen wird. Du nimmst wahr, wie dort violettes Licht immer größer und größer wird. Und du gehst hoch über deinen Scheitel irisierendes Licht hineinströmt, alle deine Chakras verbindet. Und du nimmst wahr, über dir eine wunderschöne Kugel. Und du steigst mit deinem Bewusstsein, mit deiner kleinen Version von dir selber in diese Lichtkugel ein. Du kannst nach außen schauen, sie ist durchsichtig. Du nimmst wahr, was für eine Farbe deine Lichtkugel hat. Du nimmst wahr, wie du hier in Ruhe sitzt und immer verbunden bist. Und du fliegst mit deiner Lichtkugel immer höher und höher. Am Universum vorbei, an den Planeten vorbei, immer höher und höher. Du schaust nach oben und fliegst durch helle und dunkle Schichten von Licht, immer höher und höher, durch ein goldiges Licht, immer höher und höher.
durch eine geleeartige Substanz, wo alle Formen und Farben enthalten. Immer höher und höher. Du kommst an einem blauen Wasserfall vorbei und über dir findest du eine rosarote Wolke mit einem Fenster und das Fenster öffnet sich, wenn du diesem Fenster entgegenfliegst und irisierendes Licht kommt dir entgegen und du gehst in dieses irisierende Licht hinein mit deiner Lichtkugel, immer tiefer und tiefer hinein in dieses irisierende Licht, immer tiefer und tiefer, bis nur noch alles um dich dieses irisierende Licht ist und du löst deine Lichtkugel auf und bist vollkommen verbunden mit der Schöpfung von allem, was ist, ohne dass du dich selbst auflöst. Mutter Erde und Vater Himmel, die Winde und die Gewässer, Schöpfung von allem, was ist, alles, was ist, Atanaha. Danke für mein Leben. Danke für das, was ich bin und noch sein werde. Danke, dass du mich führst und leitest und dass ich die beste Version von mir selbst bereits bin. Du kannst wahrnehmen, wie du mit diesem irisierenden Licht jede Zelle deines Körpers aufgefüllt ist. Jede Zelle deines Körpers ist glücklich. Jede Zelle deines Körpers geht es gut. Nimmst wahr, wie vielleicht negative Strahlung oder negative Gedanken einfach ins Licht herausgezogen wird und mit diesem irisierenden Licht aufgefüllt wird. Nimmst nochmal einen tiefen Atemzug und du weißt, du kannst dich jederzeit wieder mit dieser Schöpfungskraft verbinden, denn du bist ein Funken genau dieser Energie. Und dürfen wir dich lehren, die Definition, Perspektive und der Schöpfung von allem, was ist, dass du weißt, wie es sich anfühlt, verbunden zu sein, sicher zu sein. Dass du weißt, wie es sich anfühlt, geliebt zu sein und dass das sicher ist. Wenn du diese Downloads haben möchtest, dann kannst du jetzt bewusst Ja sagen. Sie sind bereit für dich. Und dann kannst du nochmal einen tiefen Atemzug nehmen. Und dann nimmst du wahr, wie deine Lichtkugel geformt wird. Du wieder durch das Fenster in Richtung Erde fliegst, am blauen Wasserfall vorbei, durch alle hellen und dunklen Schichten von Licht, immer tiefer und tiefer. Du kannst die Erde sehen, du kannst das Haus sehen, wo du drin wohnst oder wo du gerade bist, den Raum, wo du bist, dich in Ruhe sitzen sehen und du fliegst wieder mit deinem Bewusstsein in dein Kronenchakra hinein, über dein Herz und beziehe nochmal unser Bewusstsein durch die Erde nach unten, durch alle Erdschichten und Erdschichten. Und diese Erdenergie hoch durch deine Fußsohlen, durch deine Beine, durch deinen Bauch, durch deine Brust, immer höher und höher. Du bist vollkommen verbunden mit der Erde, mit dem Himmel und mit dir selbst. Es ist schön, dass es dich gibt. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, dann kannst du deine Augen wieder öffnen. Super. Dankeschön. Danke fürs Mitmachen, für alle, die mitgemacht haben. Und ja, dann wünsche ich einen wundervollen Tag. Danke, das wünsche ich dir auch und danke nochmals, liebe Jasmin, für deinen Beitrag heute inklusive Meditation und ich danke auch von meiner Seite, dass ihr geschaut habt und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Macht's alle gut. Danke dir, liebe Monika. Sehr gerne. Also, tschüss. Tschüss.